Willkommen zurück zu Devil May Cry 2. So, ich habe es leider nicht geschafft. Und nach einer Dreiviertelstunde rumprobieren habe ich auch mittlerweile keinen Bock mehr, dieses Zeug hier nochmal weiter zu versuchen, weil ich habe mit meinem Leben noch andere Sachen vor. So, aber als ich nach Tipps gesucht habe, habe ich noch etwas gefunden, das ich auf jeden Fall noch mitnehmen möchte. So, jetzt muss ich da bloß wieder hochkommen. Komme ich da jetzt nicht mehr raus, oder was? Ah, jetzt. Gut. Und zwar... Ich glaube, hier ist dann hinter uns ein Weg frei geworden. Dem müssen wir folgen. Und da soll noch irgendwas versteckt liegen. Eine Waffe zum Beispiel. Mercilus. Es ist nicht besonders mächtig, aber hat eine große Reichweite. Volles Arsenal. Okay, ich glaube, wir haben alle Schwertwaffen gefunden. Und das... Die blaue Kugel. Das ist genau das, was wir vorhin nicht gefunden haben. Na super. Naja, gut. Ja, cool. Dann haben wir ja jetzt alle geheime Sachen gefunden. Und... Moment mal. Und die will ich ausrüsten, genau. Und jetzt rüste ich nochmal. So, dieses schmale Schwert aus. So. Gut, als ich noch versucht habe, dieses Amulett zu erhalten, habe ich herausgefunden, dass dieses Amulett, also hat folgenden Effekt. Wenn wir im Devil Trigger Modus sind, regenerieren wir mehr Lebenspunkte. Also, scheiße. Also im Prinzip ist es nicht ganz so schlimm, dass wir es nicht haben. Haben wir eigentlich die Räume schon durchsucht? Meine Echt jetzt? Gut, hier ist nichts. Oh, geil. Ich muss mal in Zukunft alle Türen untersuchen. Gut, also jedenfalls ist es nicht ganz so schlimm, dass wir jetzt dieses Amulett nicht besitzen. So, aber hier gucken wir jetzt nochmal alle Türen durch. Das hier ist auch nichts. Alter, spring! Oh Gott! Ey, die Kamera ist ja so für den Arsch. Und auch die Steuerung. Das ist echt... Ah. Oh! Cool! Ein Secret Room! Au. Alter. Gut. Der Secret Room wäre geschafft. So, ein Splitter einer blauen Kugel und eine neue blaue Kugel und Heroleus Diabolus. Oh, jetzt haben wir schon blaue Lebensenergie. Yeah. So, dann glaube ich, war es das mit den ganzen Türen hier. Dann geht's mal jetzt endlich weiter.
So, wir sind nämlich schon viel zu lange hier drin. Moment, das Ding hat so eine hohe Reichweite. Kannst du schon vergessen. Nee, nee, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. So, dann Schwerter. 5000. Komm, das machen wir mal. So, dann jetzt mal hier runter. Ach Gott. Was ist denn das jetzt für ein Scheißvieh? Alter. Ich krieg den nicht mal anvisiert. Was zur... Ja klar, eine 5 Kilometer Reichweite. So, stirb du. Scheiß Ding. Alter. Was zur... Alter, ich sehe doch nichts. Verfickte Scheiße. Und dieser scheiß Hund stirbt auch nicht. So, jetzt... Alter, ja, klar. Boah, leck mich doch am Arsch. Was ist denn los auf einmal? Boah. Ist ja schlimm. So. Hey, wir haben es endlich geschafft. Und wir haben nur fast 50 Minuten für die Mission gebraucht. Zack, erstmal speichern. So, nächste Mission.
Mission 12. Wenn Jäger und Hüter aufeinandertreffen, wird das letzte Geheimnis ans Licht kommen. Ah ja. Gut, jetzt möchte ich aber erst mal wieder ein stärkeres Schwert ausrüsten. So. Moment, gibt's hier irgendwas? Nee. Aha. Was ist denn das jetzt? Hallo? Kann mal jemand sagen, was dieser Abfuck jetzt wieder soll? Aha. Interessant. Was für ein Schwachsinn. Hey, Heilung. Ja. So, 6000 Punkte. Damit können wir nichts aufwerten. So, alles schön einsammeln. Da geht's aber nicht irgendwo weiter rein. So als Geheimnis. Wenn man das ja so gut sehen kann. Gut, anscheinend nicht. So, dann hier weiter. Stop Arius' ambition. Whatever. But actually, I do not deserve this power. Bring this to Mathieu for me, please. I've got something that I need to take care of. Um.
Okay. Gut, der hält ein bisschen mehr aus. Gut, das Ding kommt langsam zu uns. Ich drück doch ausweichen. Au. So. Stirb. Erledigt. Kugel an der Kette. So. Die sind alle erledigt. So, dann geht's mal hier weiter. Einmal nach oben, bitte. It seems you have obtained the final arcana. It's from your daughter. What are you doing, Granny? There is one more thing I need to ask of you, son of Sparta. My daughter went to face Arius all by herself. Please, take these and save Lucia. If it's heads. Your lucky streak continues, Granny. Gut, das haben wir schon abgeschlossen. Rang B. Zack. So, und wieder speichern. Und direkt weiter mit der nächsten Mission. Mission 13. Der Jäger wird lernen, dass Gefühl Vertrauen braucht. Alles klar. Weiter geht's. Kill me! That man is going to bring me the Arcana shortly. You will live to see that. That's just a piece of crap.
Oh, Arcana. Here's another 3 for you. No! Crap like that doesn't interest me. But... your swan song will. Okay. Gut, wir kämpfen gegen Arius. Okay. Gut, das ist jetzt nicht so eine Herausforderung. Bis auf diese Viecher hier natürlich. Brenne! Cannot transcend all living things. Too easy. You cannot win. Someone is holding you back. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. Okay. Das ging ja mal schnell. Zack. Nochmal speichern. Gut, ja, nächste Mission. Why did you save me? I was created by him. Every hero has a weakness. But the ritual was activated because of me. There's still time. We have until the sun is completely eclipsed. But how are you going to enter the building? The entrance is... where there's a will, right? Ja, Mission 14. 4 Lichter öffnen die Tür zur Zukunft und Vergangenheit. Ja, machen wir gleich. Ich würde mal sagen, wir leveln noch ein bisschen was auf. Allerdings habe ich keine Ahnung, was wir aufleveln sollten. So, wir könnten uns natürlich auch was kaufen. Ich glaube, ich kaufe mal eine blaue Kugel. Und auch vielleicht mal eine Devil-Kugel. So. Muss erstmal reichen. So, dann Mission starten. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Da ist eine rote Kugel. Sind es 2.
3. Ich hab das ein bisschen verbuggt. Der wiederum nicht. Ah, jetzt schon. So, ich war mal so frei und hab das einfach mal schamlos ausgenutzt. So. Wir gucken uns aber logischerweise natürlich überall um. Denn es könnten ja noch irgendwo Lebenskugeln oder irgendwelche anderen Kugeln vorhanden sein. Warum kann er da jetzt nicht hochspringen? Okay, hier kann er sich nicht festhalten. Ja, gut, dann scheiß auf die rote Kugel. Dabei war da noch was anderes? Da. Da ist noch was anderes. Da muss ich, glaube ich, hoch. Gut, es geht ja dann von dieser Stelle hier. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. So, die Bewegung der Dämonenwelt wird langsam, aber sicher intensiver. Sie müssen 3 weitere Kräfte freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen. Okay. Blutziege. So. Okay, die sind ganz komisch. So, ich glaube, ich weiß schon, was ich als nächstes aufwerten möchte. Au! So. Was ist hier da hinten? Die kannst du selber behalten, deine Geistzeugen.
So, ich habe natürlich keine Ahnung, ob die alle nachkommen. Unendlich. Aber so sieht es nämlich fast schon aus. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Die Viecher schon wieder. So, aus dem Weg. So, einfach sterben. So, ab und zu ein paar Kleinviecher schmetzen ist auch nicht schlecht. So, was haben wir hier alles für komische Dinge? Okay. Das ist ein verstecktes Amulett anscheinend. So, einfach mal alles kaputt machen hier. So, na komm. So, ich glaube, das könnte der letzte sein. Sehr schön. Healing Heart, ein Zauberstein mit dem Herzen einer barmherzigen Göttin. Okay, mal gucken. Amulett. Verbessert Erholungsfähigkeit im Devil Trigger Zustand. Okay. Ich dachte, das macht eigentlich das andere, was wir nicht bekommen haben. War wohl doch nicht mehr so aktuell, dieser Tipp. Na gut. Dann kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Sie spüren, wie sich die Bewegung der Dämonenwelt weiter verstärkt. Sie müssen noch zwei Kräfte freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen. Okay. Zack. So, das speichern wir erstmal und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle nächste Folge weiter. Dann, ja, erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Two.